Yo, yo. Als ich klein war, war die Welt scheinbar noch halber. Wusste nix von all dem Dreck, der die Menschen schon erheilt hat. Ich lebte friedlich und lieblich, naturbezogen, meine Eltern waren Hippies und das lief ich. Ich war Ausländer, lernte schon früh, Menschen sind unterschiedlich. Doch wie weit das gehen würde, hätte ich damals nie gedacht. Hätten sie es mir gesagt, hätte ein Kind sie ausgelacht. Ich hab kein Geld für Markensachen, trug keine Nike, sondern Ledersachen von den Dorfschuhmacher. Ich hab mit 7 das erste Mal Fastfood, es war sicher ein guter Macho, doch ich fand's gut. Hat keine Ahnung, wie die Welt der Menschen funktionierte, wie viele für den Luxus anderen Leben krepierten, wie viele Tiere nicht mal Freiheit illusionierten und die Natur ausgebeutet wurde, während der Mensch sie ramponierte. Uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld, heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Uns gehört die Welt. Und das Recht gibt ihnen das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Ich stell mich als Rebell für ein Leben frei von Shell, frei von Maccas, frei von Aldi, von Monsanto, frei von Dell. Frei von Patente auf Gene, auf Medikamente, die Krankheiten heilen, die Kinder lähmen. Ich bin für Zugänglichkeit am Wissen weltweit. Die Natur gehört niemand, hört mich und damit reicht's. Ich bin nicht dazu bereit, meine Augen zu schließen. Doch das Schlimmste ist, es sehen kann ich nur noch schnell genießen. Was an sich auch das Problem ist. Denn zu viele interessieren sich nur für sich und ihr Ego. Lassen sich bedienen, denken, Geld regelt's eh schon. Doch habt ihr schon mal einen Geldschein etwas machen sehen? Ich seh auch bloß nur Menschen. Und noch nie sah ich erst ein System. Ey, uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Wenn man weiß, wie sich Ware zum wahren Preis verhält, schätzt man vieles anders und man dankt viel mehr der Welt, wenn man begreift, wie die Differenz verbleibt. Zwischen billig und noch billiger ist man sicher kaum noch Fleisch. Wenn man weiß, wie viel Konzerne in Kampagnen investieren, um die Verhältnisse zu leugnen, wird man viel mehr boykottieren. Und wenn man teure Marken kauft, sollte man sich fragen, wieso kostet dasselbe 5 Euro im anderen Laden? Die Erfindung von Bin Laden, Terror, Klimawandel, Öl in Mexiko, wie viele Impfungen muss ich haben? Im Grunde ist das alles so geschieht, nicht durch Politik, sondern wirtschaftliche Industrie. Denn auch die Parteien brauchen Geld, um zu gewinnen. Und woher kommt denn das Cash? Hä? Fängt es an zu klingeln? Wie auf der Straße sind schlichtweg unerwünscht. Hier geht es um Profit und dafür wird alles gelünscht. Uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Uns gehört die Welt. Der Mensch nimmt sie in Anspruch und das Recht gibt ihm das Geld. Egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal ob Feld. Heute zählen nur noch Zahlen, bis alles in sich zerfällt. Uns gehört die Welt.